Und herzlich willkommen zum nächsten Video. Eine Frau, 60 Jahre alt, ich, Jahrespraktikum im Altenheim. Sie hat Geburtstag, der Tisch weiß gedeckt. Ich, Frau sowieso, wissen Sie, wer heute Geburtstag hat? Sie, nö, weiß ich nicht. Alzheimer. Immer mehr Menschen sind betroffen. Hier meine Top 5 Tipps gegen Alzheimer. Erstens, Kokosöl. Warum? Im Kokosöl sind mittelkettige Fettsäuren drin und die werden nicht im Fettgewebe gespeichert, sondern liefern dem Gehirn sofort neue Energie. Ohne Energie sterben die Gehirnzellen ab. Mit Kokosöl bekommt das Gehirn sofort neue Energie. Zweiter Tipp, Silizium. Warum? Im Laufe der Jahre können sich Aluminium und Schwermetalle im Gehirn ablagern und die können durch Silizium wieder abgebaut werden. Wo ist Silizium drin? Zum Beispiel in Braunhirse, Hafer, Gerste oder in flüssigem organischem Silizium. Dritter Tipp, Aluminium meiden, zum Beispiel Tabletten. Ja, eine Tablette magenfreundliches Aspirin enthält beispielsweise bis zu 44 Milligramm Aluminium, Säureblocker bis zu 265 Milligramm und rezeptfreie Durchfallmittel sogar bis 600 Milligramm. Und nächste Aluminiumquellen sind zum Beispiel aluminiumbeschichtete Pfannen, Alufolie. Ja, zum Beispiel, wenn man heißes gegrilltes Fleisch in Alufolie packt, lösen sich Stoffe und die essen wir dann im Fleisch mit. Vierter Tipp, Mineralstoffe einnehmen, besonders Magnesium. Warum? Aluminium setzt sich am liebsten da ab, wo ein Magnesiummangel ist. Ist der Körper ausreichend mit Mineralstoffen und Magnesium versorgt, kann sich kein Aluminium ablagern. Forscher fanden heraus, dass ein Magnesiummangel und ein falsches Calcium-Magnesium-Verhältnis im Gewebe die Aufnahme von Aluminium ins Gehirn beschleunigt, was irgendwann natürlich früher oder später Alzheimer macht. Und der letzte Tipp, der fünfte Tipp, viel trinken. Ja, die älteren Leute haben es oft nicht so viel mit Wasser trinken. Deshalb ein Tipp, alle 15 Minuten 50 Milliliter trinken. Am Ende des Tages hat man es auf fast 3 Liter geschafft. Das waren meine Top 5. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Abonniert, wenn ihr keine Tipps verpassen wollt. Und bis zum nächsten Video. Ciao.